Ich grüße dich, Engel. So, jetzt müssen wir deins machen. Also. Ich muss das jetzt ablesen. Der längste Titel aller Zeiten, 2.0. Das werde ich natürlich alles nicht da oben in die Leiste reinkriegen, weil man hat ja nur eine gewisse Anzahl von Buchstaben, die man da reinquetschen darf. So, wir behandeln jetzt das Thema, die Vorstellung, alleine zu sein, ohne Mann, wie ein kleines Kind allem hilflos ausgeliefert zu sein und komplett unselbstständig. So, jetzt gucken wir uns das bei dir mal an. Ha, so, warte. So, jetzt zeig dich hier. Du bist ein, was schon mal gut ist, nur grauer Klumpen an, ich würde nicht sagen Scheiße, das ist Scheiße, weil das ist wie verhärtet, wie Stein. Also du bist so verfestigt in dieser Angst, in dieser Panik, in diesem Drama. Das ist nicht Scheiße, das ist wie Stein, verhärteter Stein. Wisst ihr, manchmal ist ja auch Holz, das sich verhärtet und zu Stein wird, aber bei dir ist es Stein. Da ist keine Möglichkeit, da eine Veränderung aus diesem Drama, aus dieser Angst herauszukriegen, aber wir sind nur im grauen Bereich, Engel. Grau heißt grau. Grau heißt grau. Wir sind nicht im pinken Bereich, so wie dein inneres Kind dir zu erzählt, weil wir sterben gleich. Ego macht ja immer aus allem gleich 10.000, obwohl wir bei 1 sind. Bei 1, Erna. Ego macht daraus 10.000. Halleluja. 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 Ich muss erstmal Halleluja sagen. Das heißt, wir sind nur im grauen Bereich. So, es kommt schon Nebel, weißer Nebel, der schon im Außen jetzt versucht, diese verhärtete Kruste der Angst und der Panik, die du da hast, komplett aufzulösen. Halleluja. Halleluja. Dankbarkeit kommt ins Feld. Dankbarkeit geht schon in deine Wirbelsäule rein, um dich wieder aufzurichten, zu diesem geraden, stabilen Etwas zu machen, was du eigentlich bist, wo dir das Ego und die Dunkelwelt erzählt, dass du es nicht bist. Halleluja. Verständnis kommt rein. Verständnis öffnet das Halschakra. Halleluja. Ich bin jetzt so weit vorgedrungen, dass ich die Seele, die Essenz von dir jetzt aus dieser verhärteten Angstmasse herausholen kann. Ich nehme jetzt wie so eine Kugel aus diesem Stein raus und gebe den wie in einen Heilinkubator erstmal, mache den zu und lasse dich dort drinnen. Damit dein Seelenschmerz und deine Risse, die immer wieder diese Falschinformationen und Falschenergien in dein Feld holen und sich um dich herum wie ein Wollknäuel wickeln, damit diese Risse jetzt mal heilen können, sodass da nichts mehr eindringen kann. Halleluja. 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 Sehr schön. Du
Du kommst jetzt in Blumenstrauß in Grau in die Hand, nimm den bitte an und indem er in deiner Hand ist, wird er bunt und wunderschön. Das sind deine Gaben, die praktisch wie wiedererweckt werden, die du aufgegeben hast, um in diesem Drama zu leben. Und packe diese Gaben, Schrägstrich Blumenstrauß, bitte dahin, wo du ihn nicht mehr verlieren kannst. Und wo er dir Halt und Stabilität gibt. Und wo du immer wieder hinfassen kannst. Ach, die sind noch da, die sind noch da, alles ist gut. Da, wo du hinfassen kannst. Du dehnst dich aus. Dieses verzogene, verkrumpelte, dieses ganze Lügenmärchen-Gedöns, das wird jetzt sichtbar und das ist wie so eine Metallspule. Halleluja. Der blöde Stein ist übrigens in Staub verfallen und jetzt schon im Lavasee, verstanden? Der ist also weg, da kannst du nicht nochmal in deiner Klugheit da reinhopsen. Halleluja. Halleluja, diese völlig verzerrte Bild deines Seins, deines Gedankenkopfes, deines Gedankenkinos, deines Seins, deines inneren Kindes. Das wird jetzt sichtbar. Diese Metallspule. Ich weiß noch nicht, wie ich sie aus dir rauskriege, aber wir haben dich ja noch im Inkubator. Halleluja. Halleluja. Schultern gehen runter, du lehnst dich immer mehr zurück, immer mehr Freiheit, immer mehr Frieden, immer mehr Dankbarkeit, immer mehr Sein. Der weiße Heilnebel lullt dich schon ein, macht dich blind und bringt dich in einen, ich krieg nichts mehr mit, Modus. Und jetzt kann ich diese blöde Metallspule bei dir rausziehen. Ganz vorsichtig, weil wenn du es mitbekommen würdest, würde das schmerzen. Aber da ich dich jetzt lahmgelegt habe, Halleluja. Dankbarkeit kommt und füllt dich auf und bläst dich auf und macht dich richtig satt, glücklich, zufrieden. Die goldene Gottesliebe wird eingeschwungen in alle Chakren, in alle Kanäle, in alle Meridiane. Du bekommst jetzt ein völlig neues Netzwerk an Sein, an Essenz, an Göttlichkeit, an Seelendasein. Und jetzt schiebe ich und drücke und mache dich in deine Matrix, in deine göttliche Matrix, wo du sein solltest vor Gott, damit du dich wieder stabil in dir, in deinem Sein, in deinem Gedankenfeld fühlst. Stelle dir vor, falls eine Angstattacke kommt, hast du einen Anker an dir, einen Seelenanker. Und du wirfst gedanklich diesen Seelenanker in dieses Video dann hinein und ziehst die Energie aus dem Video in 0, nichts raus über den Seelenanker, das ist ja ein Kanal, wieder in dein Feld rein, sodass du schnell wieder stabilisiert bist. Weil du kannst, wenn du im Job bist, nicht plötzlich sagen, ey Chef, ich muss jetzt mal die ganze Organisation lahmlegen, ich muss mal schnell ein Video gucken. Verstanden. Anker nehmen, reinwerfen gedanklich, der zieht es raus, in dich hinein, füllt dich sofort auf, innerhalb der nächsten 1-2 Minuten. Dann ziehst du den Anker wieder raus, packst den wieder, weiß ich nicht, an deinen Gürtel und machst dein Tagwerk weiter, bitte. Halleluja. Ich habe jetzt Gips und gipse dich jetzt ein, deinen Seelenessenz-Gips. Halleluja.
Du wirst jetzt nur noch eingegipst und wieder in deine Struktur gebracht. Ist alles Silber und goldene Fäden in dir drin. Glückseligkeit, wie ein inneres, komplett neues Netzwerk bekommst du jetzt, weil du ja nur diese runde Ballessenz warst und ich kann dich erst aus dem Inkubator rausholen, wenn du deine Form wieder hast. Weil nur so kannst du in dieser Inkarnation weitermachen. Jetzt geht es nur noch um Ei-Ei machen. Wir sind so weit durch. Ich fülle jetzt mit einer Ei-Ei-Energie sämtliche Zellen. Der weiße Heilnebel kommt, macht jetzt alles dicht. Du kriegst noch einen Smaragd-Heilnebel-Umrandung obendrauf und bist jetzt wie Embryonalstellung, liegst du in den Hand von Papa, also deinem Sternvater, und vertraust und bist ruhig und entspannt. Halleluja. Und dein innerer Ich bin Mut Funktionär kann wachsen, wachsen, wachsen und wachsen. Halleluja. Danke dir. Knuddel dich, ich wuddel dich, das wart schon. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir zwei. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, mein Engel.